Heiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer des abgedrehten und vollbekloppten zu Sam & Max Hit the Road. Ja, in der letzten Aufnahmesession ist viel Beklopptes abgegangen. Und wir wissen jetzt, dass wir Es ist ein Büschel Fell von Bruno dem Yeti. Bruno den Yeti suchen müssen. Eine Schachtel mit Pekanusspralinen. Eine Feile. Ja. Das ist ein großer, stabiler Snacky-Becher. Wow, das bedeutet, wir können alles umsonst benutzen. Es ist eine kleine Taschenlampe mit einer Schwarzlichtbirne. Ja. Okay, wir hätten gerne. Also erstmal wollen wir hier wieder raus. Nee, so. Das kann ich nicht aufheben. Dann wollen wir unser Auto benutzen und wieder auf die Straße. So, wir haben jetzt die Auswahl, die anderen beiden Snacky Burger noch abzuklappern. Aber da gibt es nur so Minispiele, wie wir jetzt mit dem Car-Bomb-Spiel haben. Ja, können wir mal kurz machen. Die Mutter aller Krabbenväter. Ja, da gibt es nämlich bei jedem Snacky Burger erstens eine andere bescheuerte Figur vorne. Ein Ständer voll illegaler Sam und Max malen nach Zahlenbücher. Ja. Das wollen wir da gerne kaufen. Und in jedem Restaurant sitzt der Futternde. Ich wollte den Er angucken. liebt seinen Eisbecher. Ja. Und in jedem Restaurant ist er hier. Wobei er in jedem Restaurant etwas anders aussieht. Bist du hier angestellt? Ich wünschte, es wäre so. Aber ich müsste erst weitere 6 Jahre bei Snacky U studieren, um hier selbstständig arbeiten zu dürfen. Aber genug von mir. Was kann ich für euch tun? Genau, er redet immer dasselbe. Hey, wir können ihn nach Bruno fragen. Was weißt du über Yetis? Nur was ich in Bild am Sonntag über sie gelesen habe. Sonst noch etwas? Ja gut, das hatten wir beim anderen auch schon. Ja, das war nach Ich Zahlen. würde das hier gerne kaufen. Habt ihr Geld dabei? Natürlich, hier. Ist das alles oder kommt noch etwas dazu? Das wäre alles. Sonst noch etwas? Was ist das hier? Eine Schachtel mit Snackys weltberühmten Pekanusspralinen, geliebt von allen Fernsehsüchtigen in der ganzen Welt. Sonst noch etwas? Nö. Nichts. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. So, jetzt haben wir ein Carbom-Spiel, was eigentlich nichts weiter ist als Schiffe versenken. Und einmal nach Zahlen. So, fahren wir noch zum letzten Snarkiyu. Das wäre der hier. Ich wusste nicht, dass Kakteen so festlich sind. Ja. So, dann nehmen wir noch das letzte. Dress. Oh, Dress up, ja. Stimmt, da war was. Und ja, hier ist er auch wieder. Und hier sieht man ihn am besten, wie man ähnelt. Er ist ein verdammter Brauseknilch. Er ist nämlich Bernard aus Day of Tentacle. Du bist ja schrecklich nett für einen, der nur sein Existenzminimum verdient. Alle Snarky-U-Absolventen müssen Kurse in exzessiver und garantierter Nettigkeit belegen. Aber genug von mir. Was kann ich für euch tun? Ja, wir könnten ihm dasselbe wieder fragen wegen dem Yetis und dem Pralinen, aber wir wollen Ich nur das würde hier das hier kaufen. gerne kaufen. Habt ihr Geld dabei? Natürlich, hier. Ist das alles oder kommt noch etwas dazu? Das wäre alles. Sonst noch etwas? Nichts. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. So, wenn wir mal gucken. Also sortieren wir mal ein bisschen. Weil die Sachen werden wir nicht oft bewegen. Die Lampe wahrscheinlich werden wir auch nicht mehr brauchen. Aber alles andere. Ein Sam und Max Anziehbuch. Ja, das können wir mal kurz benutzen.
Ja, und da haben wir die ganzen Anziehsachen für Sam und Max. Ja. Ach, da ist noch mehr sogar. Gut, mit Escape kommen wir zurück wieder raus. Oder das mal nach Zahlen. Ja. Okay, da haben wir das mal kurz gesehen. Das Carbon, das lassen wir mal außen vor, weil das würde etwas länger dauern. Seifenspender, die wie Handgranaten aussehen, sind auch immer lustig. Gut. Das heißt, wir haben die Snuckies immer hinter uns. Also da werden wir nicht mehr zurückkommen zu den Snuckies. Eigentlich. So, wir haben jetzt die Auswahl zwischen dem Fischparadies, dem größten Wolkenkratzer der Welt, oder halt dem der Kirmes nochmal. Wir gehen zur Kirmes, damit wir das hier erstmal abschließen. Also ich versuche die Gebiete so nach und nach, wie wir sie brauchen, abzuschließen. Lass uns den Tunnel der Liebe noch einmal durchfahren. Wenn du darauf bestehst. Ja, eigentlich wollen wir ja nur noch mal zum Maulwurfmann. So. Für ihn haben wir was. Hier, ich dachte, du magst vielleicht ein paar Süßigkeiten. Danke. Dies sind meine Lieblingspralinen. Hey, ihr seid in Ordnung. Nehmt diesen Schlüssel als Beweis meiner Wertschätzung. Toller Schlüssel ist das. Wow, das nenne ich mal einen Schlüssel. Okay, Sam, raus hier, so schnell es geht. Wartet, ich kenne da noch eine großartige Geschichte, die ihr unbedingt hören müsst. Fass dich kurz, Junge. Mein Partner verträgt keine langen Geschichten. Also, alles fing damals an dem Tag vor dem heutigen an. Ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen. Was auch gestern war, der Tag vor dem heutigen. Es war schon lange kein Geheimnis mehr, dass Trixie sich in Bruno verliebt hatte. Ehe danach schließt sie das Kuriositätenzelt und las ihm eine Geschichte vor, von der sie glaubte, es könnte seine Lieblingsgeschichte sein. Sie schien so glücklich, wie eine mutierte Parodie der Natur nur sein kann. Aber sie würde nie richtig froh sein, bis ihr geliebter Bruno befreit wäre. Werbekuchen. Letztendlich beschloss sie, etwas gegen Brunos missliche Lage zu tun. Sie bat Flambé, den Feuerschlucker, Bruno aus seinem eisigen Käfig zu befreien. Flambé tat die arme Trixie leid und so befreite er Bruno. Und seitdem wurde das glückliche Paar nicht mehr gesehen. Verteufelt gute Geschichte, oder? Ja. Dagi? Nennt mich nicht Dagi. Bist du sicher, dass du uns nicht mehr über Bruno erzählen kannst? Ich habe euch alles erzählt, was ich weiß. Ihr solltet wirklich meinen Onkel aufsuchen, Shavul. Bist du sicher, dass du uns nicht mehr über Bruno erzählen kannst? Ich habe euch alles erzählt, was ich weiß. Ihr solltet wirklich meinen Onkel aufsuchen, Shavul. Was ist denn da? Kleine Boyblublops. Die besteht aus so viel Zucker, die hat mich stundenlang auf Trab. Was zum Teufel bist du überhaupt? Ich bin ein Maulwurfmann. Denk dir deinen Teil. Ja gut, das Ich kennen wir glaube, er ist alles. ein Maulwurfmann, Sam. Ich glaube auch, er ist ein Maulwurfmann, Sam. Und Ich ja, ich habe glaube, den das schon wäre dann erstmal gebracht. alles. Sauber. Ihr findet den Weg nach draußen ja wohl selber wieder. Ja. Gut, das heißt, wir können jetzt Trixies Wohnwagen
sanft öffnen. So. Hey Max, rück an. Was? Schau gut hin. Zum Glück verdeckt die Tür meine Schamesröte. Oh, Junge! Das ist Max. Ja, auf dem Bett. Es ist ein großer Schrank. Es ist eine Aussteuerkiste. Ich hoffe, Trixie hat dort mehr Gold versteckt, als meine armen Augen aushalten können. Es ist ein großer Schrank. Trixie ist ein großes Mädchen. Ja, öffnen wir mal die Aussteuerkiste. Hey, da ist ein nettes Kostüm drin. Ja, genau, das werden wir brauchen. Es ist ein Bachstelzenkostüm. Aber sehr viel später. Es ist eine Punktekarte vom Alligator Golf Emporium in Rumi Eyes, Florida. So, damit haben wir auch noch eine Location freigeschalten. Es ist eine Punktekarte vom Alligator Golf Emporium in Rumi Eyes, Florida. So, jetzt ist die Reihenfolge wichtig. Sonst fahren wir nämlich in der Gegend rum. Wie doofe. Also erstmal können wir doch mal mit dem Feuerspucker reden und ihn fragen. Hey, Flambierer. Ja? Tut das nicht weh? Ganz schön. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Sie können die Maske fallen lassen. Wir wissen, dass es ihr kerosinhaltiger Atem war, der Bruno befreite. Und wir wissen, dass sie manchmal zwei Tage hintereinander dasselbe Paar Socken tragen. Okay, ihr habt mich ertappt. Erzählt das bitte nicht meinem Boss. Vielleicht sollten wir ihn doch verraten, Sam. Der Gedanke, ihn auf der Straße billiges Feuerzeugbenzin trinken zu sehen, ist irgendwie amüsant. Es ist beängstigend, dich mit solch absurden Gedanken beschäftigt zu sehen, Max. Wie hat Trixie sie dazu überredet, Bruno zu befreien? Sie hat mich mit ihren weiblichen Reizen umgarnt. Außerdem hat sie mir $20 versprochen. Ob du die gekriegt hast, ist die andere Frage. Sind Sie sicher, dass Sie nichts über Conroy Bumpus wissen? Er ist ein Country-Sänger, nicht wahr? Tut mir leid, ich weiß nicht viel über ihn. Ich bin eher ein Mambo-Fan. Sonst noch was? Ich wette, Sie können keine Flammen aus Ihrem Hintern schießen lassen. Verschwinde. Gut. Amateur. Ja, und da ist Grafik-Bug, Max ist doppelt da. Gut. Ja, wir haben zwei Max jetzt. Was sich hoffentlich jetzt relativiert, wenn wir die Map verlassen. Gut. Okay, erstmal müssen wir zu dem Fischi-Fischi. Ja, war doch Fisch. Welt der Fische. Fischfutter. Ja, davon brauchen wir einen. Ich höre ein entferntes Grollen. Du hättest daran denken sollen, als wir weggingen. Nein, das entfernte Grollen kommt in dem Fall von woanders. Ja. Dem armen Angler wurden ganze Fische geklaut. Und wir haben den Eimer. Das ist das Haupt,
Wichtigste, was wir jetzt erstmal brauchen hier. Ein Eimer mit Fischen. Sam, was gibt es heute eigentlich zu essen? Ja, da oben im Text steht... Ein Eimer mit Fischen. Also oben im Text stand, ein Eimer... Eigentlich ist es ja ein Eimer mit schleimigen Fischen. Und dann fragt Banks, da fällt mir ein, was gibt es heute eigentlich zu essen? Was für ein großes Filetstück. Ich nenne es Bubbles. Mhm. Fischfutter. Das ist ein großes Fischnetz. Ja, das können wir leider nicht nehmen, genauso wenig wie wir Bubbles nehmen können. Das ist ein großer Fiberglasfisch. Ja, und das da ist ein noch größerer Fisch, der ein Auto frisst. Was geht hier vor? Was hier vor sich geht? Ich erzähl euch, was hier vor sich geht. In diesem Fluss riskiere ich eine Lungenentzündung. Das geht hier vor. Warum angelst du dann hier? Sag mal, wie beißen sie denn? Oh, sie beißen recht gut. In der letzten Stunde haben sie mir einen Arm, zwei Finger und meine Nase angeknabbert. Wenn sie besser beißen würden, bräuchte ich Prothesen. Du liebst Fisch wohl sehr. Eigentlich bin ich gegen Fisch allergisch. Warum arbeitest du dann hier? Weil ich viel allergischer gegen Armut bin. Gutes Argument. Du liebst Fisch wohl sehr. Eigentlich bin ich gegen Fisch allergisch. Warum arbeitest du dann hier? Weil ich viel allergischer gegen Armut bin. Ich liebe alle deine Filme, besonders die frühen, die lustigen. Wovon redest du? Tut mir leid, ich muss dich mit jemandem verwechselt haben. Ja. Was weißt du über Yetis? Meine Großtante Lois war mit einem Yeti verheiratet. Er harrte immer auf Oma Phyllis Sofa. Okay, den Yeti suchen wir, glaube ich, nicht. Was soll das mit dem Hubschrauber? Dieser Hubschrauber ist der Fluch meiner Existenz. Jedes Mal, wenn ich genug Fische gefangen habe, um ein Netz zu füllen, kommt dieser Hubschrauber an und bringt die Fische zum Wollknäuel-Restaurant in Central Dis, Minnesota. Wie traurig. Ich weiß, es ist, als würde man in einem Norman-Mailer-Roman stecken. Das wäre übrigens die zweite Möglichkeit gewesen, das Wollknäuel freizuschalten. Aber ja, wir haben es schon, deswegen passiert's nicht. Hast du Conroy Bumpus gesehen? Nein, ich will mir keine Country-Musik anhören. Denn immer wenn ich dies mache, habe ich ein unkontrollierbares Verlangen, viel Bier zu trinken und verbotene Dinge mit Tieren zu tun. Ja, tu verbotene Dinge mit Max. Ach, du auch? Okay. Wir sehen uns. Ich glaube nicht, dass er das möchte. Ja. Da füttert Max einfach seinen großen fetten Freund. So, mehr können wir hier auch nicht machen. Wir haben die Fische, was wichtig ist. Mit denen können wir dann nämlich jetzt zum Alligator Golf. Die würde sich großartig in unserem Büro machen. Die würde da nicht reinpassen, Sam. Es wird Zeit, dass sie diese sinnlose, grausame, politisch nicht vertretbare Attraktion verbieten. Es war meine Liebste. So, hier brauchen wir nicht Max. Ich hätte gern die Zange. Was ist das? Sieht aus wie ein paar Schlangen. Alles sieht für dich wie ein paar Schlangen aus. So, also das ist eine... Es ist eine kaputte Golfballzange. Genau. So. Pro Shop. Er ist echt widerwärtig. Aber ich kann meinen Blick nicht von ihm abwenden. Ja. Es geht mich ja nichts an.
Aber was brachte dich darauf, Alligatoren und Golf zu kombinieren? War nicht meine Idee. Tatsache ist, dass das hier mal ein Minigolfplatz war. Dann damals, 89, überflutete der Sumpf die Anlage, samt Windmühlen und dem ganzen Kram. Und dann saß ich da mit einem halb unter Wasser gesetzten Minigolfparcours inklusive 6 Meter langen Alligatoren. Ich hasse es, wenn so etwas passiert. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Also baute ich den Parcours in einen Übungsplatz um. Ja, okay. Verlässt du diesen Platz denn nie? Nur um die Alligatoren zu füttern. Wann ist denn wieder Fütterungszeit? Wann immer sich Futter vor ihrer Nase befindet.